MC. Wir rufen den ersten Kämpfer in den Ring. Ich rufe in die blaue Ecke Munir Hammoudi. No introduction in the fighting world. Arguably pound for pound, the finest fighter on the planet. Born in Yerevan, Armenia, a Muay Thai southpaw with a simply amazing record.
Und nun die Nationalhymne Aserbaidschans für Bambam. So, und damit willkommen zum Co-Main-Fight der Orion Fight Gala oder auch Flaggenkunde für Anfänger. Ordnungsgemäß wie bei einer Weltmeisterschaft. Hamoudi mit Marokko und Algerien in Doppelfunktion und ihm gegenüber Rajabzadi für Aserbaidschan. Damit wäre der Chronistenpflicht fürs erste Genüge getan, es sei denn, man kommt nochmal drauf zu sprechen, nach welcher Version hier eine WM ausgeboxt wird. Das ist die WFMC und das heißt übersetzt World Fight Sports and Martial Arts Council. Wer das beim Glücksrad löst, der hat eine Waschmaschine quasi schon sicher. Aber wir freuen uns natürlich jetzt erst einmal auf allerfeinstes K1, 5x3 Minuten, wie es sich gehört bei einem Titelfight. Und die beiden Herren sind hochmotiviert. Und das verspricht also allerbeste K1-Action. Damit starten wir hier in den ersten von zwei WM-Kämpfen. Der zweite folgt ja gleich noch mit Mo Abdallah bei seiner WM nach OFA-Version. Aber rufen wir uns hier nochmal ein. Also Hamoudi in den blauen Shorts gegen Rajabzadi aus Aserbaidschan in den weißen, der gleich die erste Duftmarke hinterlässt. Hamoudi gibt sich da betont unbeeindruckt. Zunächst sehr verhalten, den Gegner taxierend. Er hat bei 5x3 Minuten natürlich auch genügend Zeit, sich in den Kampf einzufinden. So, Rajabzadi guckt ein bisschen verständnislos. So, nach dem Motto, musste jetzt echt nicht sein. Aber es bedarf auch keiner längeren Unterbrechung. Hamoudi nimmt regungslos zur Kenntnis. Rajabzadi ist wieder einsatzbereit. Es kann also direkt weitergehen. Hier in dieser ersten Runde des WM-Fights. Vigilo.
nach wie vor sehr viel abtasten, wenig Offensivaktionen. Das ist zwar nicht die schlechteste Idee, auf der anderen Seite hat aber manch einer schon später eine verschlafene erste Runde bitterlich bereut. Die fehlte dann in der Endabrechnung. So, das ist auch für die Zuschauer hier in der Rhein-Mosel-Halle sicherlich durchaus etwas mehr Offensiv-Action sein darf. Erneut ein schöner Inside-Low von Ratsatsadi. Und eine Spinning Backfist, die bei Hamoudi einschlägt. Und wenn es sowas wie Timing gibt, wenn man sich schon so eine Spinning Backfist einfängt, dann war es perfekt gewählt von Hamoudi, denn direkt das Rundenende verhindert, dass er hier in schwerere Fahrwasser gerät. Aber aus dem Nichts sehr, sehr verhaltene erste Runde von beiden und dann plötzlich explodiert Ratschabzadi mit einer beeindruckenden Spinning Backfist und die hinterlässt natürlich Wirkung bei Hamoudi, der aber direkt auch noch an seiner Ecke stand, sich also umgehend von der Schlagwirkung erholen konnte, da etwas Wunden lecken kann, aus der Ecke Anweisung bekommt, wie jetzt mit dieser Situation zu verfahren ist. Für Ratschabzadi sicherlich ein bisschen ungünstig, dass es da nicht direkt weiterging. Hätte sicherlich gerne nachgesetzt, um Hamoudi weiter in Bedrängnis zu bringen. Muss Hamoudi schauen, dass er schnellstmöglich in diesen Kampf zurückfindet. Zeigt, dass ihn das möglichst wenig beeindruckt hat. Und diese Gelegenheit hat er jetzt in Runde 2. Ratschabzadi gibt der Herz zu Werke. Tieftritt von Hamoudi. Ratschabzadi steht zum Glück wieder. Er hat das beidbeiniges Auftreten und Hüpfen. Altes Hausmittel für Verspannungen in der Leistengegend. Hoffen wir, dass es hier zügig weitergeht und Ratschabzadi da nicht größer beeinträchtigt wurde. Hamoudi hat in der Zwischenzeit da in der neutralen Ecke noch Kontakt mit dem Trainerteam gehabt. Das ist jetzt nicht zulässig, aber hier geht es jetzt weiter. Auffällig diese Explosivität bei Ratschabzadi, der ja regelrecht Anlauf nimmt für seine Offensivaktion. Also wirklich ganz lange wartet und dann plötzlich nach vorne schießt, ganz schnell die Distanz überbrückt und unvermittelt direkt
vor Hamoudis Haustür auftaucht. Er hat da bislang noch nicht wirklich das passende Gegenrezept gefunden. Schöner Frontkick. Rajabzadeh macht das bisher sehr souverän. Tja. Kaum sage ich's. Schlägt auch schon ein, allerdings scheint da auch ein rutschiger Untergrund eine Rolle gespielt zu haben. Bei Hamoudi seinerseits gibt es jetzt Blut am linken Schienbein. Von hier aus ein bisschen schwerer zu erkennen, was da genau das Problem ist. Das im Gesicht ist auch ein bisschen was. Aber es geht hauptsächlich ums linke Schienbein, das er jetzt auch ausstreckt, um dort medizinisch versorgt zu werden. Scheint dort eine offene Wunde zu haben. Vorbei, oder? Ja, da wird jetzt allerlei an medizinischen Utensilien aufgefahren. Wir sehen Fixumul Stretch. Kameramann gibt hier sein Bestes, um uns noch so ein paar Insights zu gewähren. Offensichtlich eine Platzwunde am linken Schienbein wird jetzt getaped, Druckverband, Mobile liegt runter. Ja, das muss halten während des Wettkampfs, das stimmt allerdings. Rashid, stopp, Valir. Wallah, la, jette l'éponge. So, das Problem ist natürlich auch, da darf nicht zu fest sein. Die Durchblutung darf da nicht unterbrochen werden. Die Frage ist natürlich auch, wie sehr Hamoudi das jetzt behindert. So, die Antwort gibt er direkt. Es ist vorbei. Für Hamoudi gab es hier keine Möglichkeit weiterzukämpfen. Er selbst mag es gar nicht so richtig wahrhaben. Läuft allerdings auch nicht rund und man kann es gar nicht oft genug sagen, die Gesundheit des Kämpfers steht zu jeder Zeit im Vordergrund und wenn dort die Verantwortlichen die Entscheidung treffen, dass es nicht weitergeht, dann ist das auch zu akzeptieren. Von hier aus schwer einzuschätzen, wie schwer die Verletzung unterm Strich wirklich war. Bis dahin, ja, ein zumindest interessanter Kampf, den Rajabzadeh sehr erfolgreich gestalten konnte. Die Spinning Backfist zum Ende der ersten Runde, sicherlich die beeindruckendste seiner Offensivaktionen, die ansonsten insgesamt sehr explosiv vorgetragen wurden. Hamoudi zunächst mit Blutung an der Nase, dann jetzt eben auch mit, wir vermuten, einer Platzwunde am Schienbein. Hätte sich sicherlich gern weiterhin dieser Herausforderung gestellt. Unterm Strich bleibt ein WFMC-Weltmeister aus Aserbaidschan. Und der heißt Behram Rajabzadeh. Warten wir noch auf die offizielle Urteilsverkündung. Durch Isa Akkus und durch Boris Dagli.
Sieger durch TKO und damit Weltmeister der WMMC unter 100 Kilogramm. Ich kann Ihnen sagen, ich habe den Cut von Schienbein hier direkt gesehen. Das war nicht wirklich angenehm, aber Muni wollte unbedingt weiterkämpfen, aber die Ecke hat gesagt, die Verletzung ist zu groß. Ich kann das bestätigen, dass er wirklich nicht angenehm aus. Deshalb bitte gute Besserung, vielen Dank, großen Applaus für Muni Amuni.